Meinungsfreiheit ist das Lebenselixier der Demokratie. Als Historiker weiß ich, dass der erste Schritt der Diktatur ist, diese auszuschalten. Das war so beim Nationalsozialismus, das war so in der DDR, das können wir heute auch in Russland beobachten. Deswegen alarmiert es mich außerordentlich, wenn ich höre, dass Extremisten versuchen, den Autorenblock Achse des Guten kaputt zu machen, indem sie Unternehmen anschreiben, sie sollten dort keine Werbung mehr schalten. Das Ziel ist, eine freie Stimme, ein freies Forum in Deutschland zu zerstören, und das müssen wir verhindern. Und deswegen bin ich in höchstem Maße alarmiert, wenn anonyme Extremisten den unabhängigen Autorenblock Achse des Guten angreifen. Sie tun das, indem sie Unternehmen mit denunziatorischen und antisemitischen Protesten bombardieren. Ihr Ziel ist es, den Autorenblock die wirtschaftliche Existenzgrundlage durch Werbeanzeigen zu entziehen. Dem müssen alle Demokraten entschieden entgegentreten. Denn, wie der französische Philosoph Voltaire einmal gesagt hat, mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Wenn Sie das ebenso sehen, dann helfen Sie diesen Angriffen zu widerstehen. Schließen Sie eine Patenschaft ab oder spenden Sie, damit diese Stimme erhalten bleibt.